Als erster Profi von Eintracht Frankfurt hat Luka Jovic 5 Treffer in einem Bundesligaspiel erzielt. Den Ball nahm der Serbe als Andenken natürlich mit, er wird ganz sicher einen besonderen Platz bekommen, wo das sein wird, darüber müssen sich aber andere Gedanken machen. Eigentlich war das alles doch nur eine Frage der Zeit. Schließlich hatte Luka Jovic schon einmal 5 Tore erzielt, da war er gerade 12 Jahre alt. Und überhaupt, ich war schon von klein auf so abgeklärt, verriet der Rekordtorjäger von Eintracht Frankfurt nach seiner Gala, ich habe immer von überall auf das Tor geschossen. Und dieser Instinkt, diese Gier, das zahlte sich nun eben aus. 5 Tore. Jovic erzielte sie nicht in irgendeinem Jugendspiel oder Pokalkick gegen unterklassige Amateure. Nein, sie gelangen ihm auf höchstem Niveau, am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 7:1-3:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Als erstem Spieler im Eintracht-Trikot überhaupt, als jüngstem Bundesligaspieler aller Zeiten. Eintracht-Coach sieht Potenzial zum Weltklasse-Stürmer, man muss mit Superlativen immer aufpassen, schwärmte Frankfurts Trainer Adi Hütter von seinem 20 Jahre jungen Sturmjuwel, aber für mich hat er das Potenzial zum Weltklasse-Stürmer. Seit Freitag wird Jovic jedenfalls in einem Atemzug mit Robert Lewandowski, Jürgen Klinsmann oder Gerd Müller genannt, denen auch schon dieses Kunststück gelang. Zum Rekord des Ex-Kölners Dieter Müller, 1977, fehlte Jovic nur ein weiterer Treffer. Als er in der 86. Minute ausgewechselt wurde, war ihm das allerdings gar nicht bewusst. Das hatte für mich keine Priorität, für mich zählte nur der Sieg der Mannschaft, sagte Jovic, der nach dem Schlusspfiff dennoch sein persönliches Andenken an diesen historischen Abend abstaubte und den Spielball als Geschenk für seine Eltern Svetlana und Milan sicherte. Jovic, Niko Kovac hat mir extrem geholfen, die beiden waren allerdings längst nicht die einzigen, bei denen sich der serbische Auswahlspieler am Ende bedankte. Jovic lobte die Mitspieler, die ihn immer wieder perfekt in Szene gesetzt hatten und das beste Spiel seiner Karriere erst ermöglichten. Er bedankte sich bei Coach Hütter für den Freiraum, den er mir gibt, und bei dessen Vorgänger Niko Kovac, er hat mir extrem geholfen, mich als Typ und Spieler zu entwickeln. Durch ihn habe ich mich durchgebissen und zu einem absoluten Profi entwickelt und das innerhalb kürzester Zeit. In der Saison 2016/17 hatte Jovic noch für die zweite Mannschaft von Benfica Lissabon gespielt, an Frankfurt ist er formell nur ausgeliehen. Anfang Oktober hatte Sportvorstand Freddy Bobic aber betont, dass man natürlich die Kaufoption ziehen und dann wohl etwas mehr als 10 Millionen Euro nach Portugal überweisen werde. Jovic ist mindestens das wert, er hat einen guten Bewegungsablauf, Antizipation und Technik. Er ist komplett, lobte Eurosport-Experte Matthias Sammer. Vor allem aber ist der Serbe ein ungeheuer wichtiges Rädchen in der Offensivmaschine der Eintracht. Eintracht-Offensive hinter dem BVB auf Platz 2 der Pokalsieger stellt mit 19 Toren nach Tabellenführer Borussia Dortmund den zweitbesten Angriff der Liga, dabei war der kroatische WM-Held Ante Rebic zu Beginn der Saison verletzt und gegen Düsseldorf gesperrt. Die Lücke füllen Jovic und Doppeltorschütze Sebastian Haller allerdings perfekt, so ein Spiel macht natürlich Spaß, sagte Haller, es ist super geil, weil man mehr Risiko geht und glaubt, dass einem alles gelingt. Genauso war es bei Jovic.